Nerdbench bedankt sich bei Campsticker für die Bereitstellung dieses Dreier-Sets. Hier haben wir ein Smartphone mit einer Frontkamera, wie ihr seht. Hier. Die Kamera ist jetzt nichts Besonderes, allerdings immer mehr Apps möchten diese benutzen und könnten quasi dauerhaft Fotos von euch machen. Betrachtet man sein Umfeld, wird man immer wieder feststellen, dass viele Leute ihre Webcam am Notebook abdecken. Hacker könnten die Kamera übernehmen und den Nutzer filmen. Filme beim Hausarbeit schreiben, Fingernägel machen, kochen oder was man noch so nebenher am PC macht. Viel interessanter finde ich allerdings, dass kaum einer die Frontkamera seines Smartphones abdeckt. Ist die Frontkamera zu wenig präsent? Die Problematik auf mobilen Geräten uninteressant? Käufer wollen Fotos von sich und ihren Lieben machen. Die Megapixelanzahl der Frontkamera steigt somit in die Höhe. Im Gegensatz zum PC kommen Smartphones oder Tablets selten mit einer LED-Anzeige daher, die den Betrieb der Frontkamera signalisiert. Und seien wir mal ehrlich, das Smartphone sieht ganz andere Räume, teilweise sehr stille Orte, als ein Notebook oder Ultrabook. Wie oft nimmt man sein Smartphone auch mal ohne Kleider in die Hand? Fragt man nun Menschen, die ihre Notebook-Kamera abkleben, ob auch ihre Smartphone-Kamera abgeklebt ist, entgegnen diese oft, nee, wieso denn? Wer also sicher gehen möchte, dass er nicht per Front- oder Backkamera getrackt werden möchte, klebt auch diese ab. Konsequent wäre es auf jeden Fall. Falls ihr keinen Einfluss auf eure Berechtigungen habt, haben wir hier das Richtige für euch. Die Camsticker. Camsticker gibt es für alle möglichen Geräte. Damit kann verhindert werden, dass euch jemand heimlich filmt. Wir haben mal ein Set bekommen und gucken uns das mal an. Also machen wir einen Sticker ab und kleben ihn auf die Kamera. Wir haben hier einen weißen Sticker, somit hat die Kamera auch ein weißes Bild. Können mit der Hand davor gehen, nichts zu sehen. Eure Privatsphäre ist gesichert. Selbstverständlich lassen sich die Sticker auch problemlos entfernen. So. Und da haben wir wieder ein Bild, ohne Beeinträchtigung. Das Ganze klappt natürlich nicht nur mit eurem Smartphone, sondern auch mit dem PC. Und schon haben wir ein strahlend schwarzes Bild. Der Nerdbench haben die großen Sticker am besten gefallen, da die kleinen ein bisschen fummelig sind. Ihr habt noch Fragen zu den Stickern? Dann ab damit in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns hier auf YouTube, Facebook, Twitter und Google+. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.